Ja, genau, das ging mir auch so. Zur Sprache hat er noch geschrieben, das mit der englischen Sprache, muss ich sagen, hat mich gar nicht geschockt und man kann der Story ziemlich gut folgen und weiß eigentlich immer, was gerade los ist und was man machen soll. Ich finde auch diese Ausrufezeichen über die Leute hilft da extrem viel weiter. Oder wenn sie so einen Schlüssel haben, das bringt Ja, auch definitiv, saumäßig viel, wenn du definitiv. das. Ich weiß nicht, ob sie das bewusst so mit eingebaut haben. Ich könnte es mir allerdings vorstellen, damit auch man wirklich zum Beispiel das Spiel. Weil es ist ja nur auf Englisch und nicht jeder ist Englisch mächtig, dass man da vielleicht ein bisschen nachhelfen wollte, auch in anderen Jo. Ländern. Also das hat man, glaube ich, bewusst mit eingebaut. Die Übersetzung als solches ist leider von minderer Qualität und es tut manchmal schon fast weh, wenn man liest, was sie da geschrieben haben. Kann ich nichts zu beurteilen, weil mein Englisch ist saumäßig schlecht. Da bist du, glaube ich, weiter als ich. Ja, meine Englisch-Skills sind natürlich over 9000, wie man das erkennt. Also, ich weiß natürlich alles, wenn es um Englisch geht. My name is Dengoku-senpai. Genau. Hello, my name is Dengoku So, Senpai. da haben wir das auch schon mal abgearbeitet? Nee, ich weiß, ich kann es echt nicht beurteilen, weil ich bin komplett raus aus dem Englischen. Ja, kann ich nachvollziehen. Weil ich brauch's für meine Arbeit, brauche ich es absolut nicht. Ich auch nicht. Okay, Absolut ich nicht. brauch's bei der Du Arbeit. brauchst es ein bisschen mehr in der Arbeit, deswegen bist du da, glaube ich, ein bisschen weiter als ich noch. Also ich habe nach der Schule habe ich jetzt alles vergessen. Also Aus der Schule rausgelöscht. ja, so ungefähr verstehen könnte ich ein bisschen antworten, das geht auch noch, aber jetzt Ja. Detail, also Detail jetzt wirklich mit jemandem ein Gespräch aufsuchen, nee, keine Chance. Gib mir lieber eine schwierige Niemals. Matheformel als ein englisches Vokabeln, ne? Das ist einfacher für mich. Aber insgesamt aber auf jeden Fall ein Hammer-Spiel, welcher guter Verkauf hoffentlich dafür sorgt, dass auch weitere Digimon-Spiele wie Next Order nach Europa kommen. Ich glaube, dass nach Europa kommen ist nicht das große Problem. Das Problem liegt Schnitzen dann mehr an der Hutschins Übersetzung. zu trümmern. An der Übersetzung. Ja, dass man das kein Spielehersteller unbedingt Geld noch investieren möchte, um das Spiel zu übersetzen. Ja, okay, deswegen ist das Spiel auch wahrscheinlich auf Englisch gekommen. Richtig. Mit dem Jap Aber dass die Charaktere in Japanisch sprechen, ist einfach, da warst du auch schon mal. Ja, da waren wir letztes Mal und da sind. Oh mein Gott, jetzt hör mal auf, hier die ganze Zeit die Items zu benutzen, du Affe! Mann! Das machst du übrigens. Nein, das bin ich nicht. Das ist automatisch. Das macht er automatisch. Wemon ist schuld. Ja. Ja. Aber ich denke mal, die Überraschung ist mir jetzt gelungen. Definitiv, absolut. Und ja. Schlechtes Gewissen habe ich irgendwie auch. Ja, muss irgendwie wieder gut machen. Ah. Ja. Hallo? Aber ich fand die Nein! Reaktion aber nur so göttlich, ey. Kannst du mal aufhören, Ja, ne? da kommt ein Clown raus, der will entgegenspringen. Ja, richtig, um mich richtig schön zu schocken. Ich hab dir Aber das das. echt zugetraut, ohne Scheiß. Ja, habe ich gemerkt. Du traust Ich mir hab gedacht, der grundsätzlich alles trollt zu. mich, der Kerl. Wo du den Karton gesehen hast, hast du schon gedacht. Ja. Ach, diese blöden Kakteen. Geh weg. Ja. Die kannst du nicht töten. Die bleiben ja nur kurz gelähmt. Ja, aber lieber gelähmt, dass sie mich nicht mehr abknallen können. Ah, 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 ah. Jetzt haben sie es mir aber voll auf dich abgesehen. Wie letztes Mal schon. Ja. So, die ist kaputt. Ich Ich hoffe, du hast brauche noch genug eine. Items. Nee. Mein Controller verkackt gerade schon wieder. Hallo. Dachte, den hast du Hallo! vorher aufgeladen. Ja, ist ja nicht mit Aufladen, Hallo? das ist ja noch hier Hallo? PlayStation 2. Da gibt's Ja, sowas bei wie der, Kack. stimmt, bei der PS4 musst du ja aufladen. Hallo, du sollst Mini. Du bist gleich tot. Denke, du verlierst alle Items, ne, wenn du stirbst. Genau das wollte ich auch machen. Dankeschön. Nein! Ah, jetzt hör doch auf! Ach, dieses Spiel macht so viel Spaß. Wenn man jetzt die ganze Zeit Digimon Cyberslicer gespielt hat, dann ist man richtig toll in diesem Spiel drin. Boah, das ist ein dicke fette Ohrfeige. Nein, also, ich finde das Spiel schon. Ah, mein Gott, ey! Ah, mein Gott. Ey, ja, weiter. Bitte führen Sie Ihr Zitat weiter fort. Nein, ich Ja? sterbe gleich. Ich Ich sterbe gleich. sterbe Oh gleich. mein Gott, ich sterbe gleich. Nein! Hör auf! Nein, 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 Die Stelle ist ein bisschen scheiße. Habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht, woran das liegen könnte. Ich weiß es auch nicht. Vor allem diese Knarre da unten, was soll denn das?
Ja, Ach, danke für ach diesen ja, der liebe Kaktus. Patrick hat ja auch noch einen schönen Kommentar geschrieben, ja? Der Patrick 77. Soll man es eigentlich 77 aussprechen oder wirklich 77? Ich sage mal Patrick 7 einfach. Okay. Also, die Minotaurus haben mal diesen Dinger, ich weiß, ob du die Toilette noch kennst. Getrunken sind an der Noschkerker, das war ja das, wo wir gemacht haben. Er hat noch geschrieben, zusätzlich, eine Waffe kann eine zufällige Anzahl an Mods haben, zwischen 0 und 5. Deswegen meinte ich schon mal, dass du alles Waffen aufsammeln solltest, dann, wenn dein Inventar voll ist, alles wegschmeißt. Das heißt, ist, glaube ich, im Spiel, ja. Ja, habe ich auch gemacht. Was nur Mods hat und dann weiter lootest. Und Ja. ich möchte nochmals sehr die beiden Chips empfehlen, die es dort im Shop zu kaufen gibt, mit denen man Schaden zu LP und MP macht. Zu guter Ah. Letzt noch ein Tipp: Benutzt doch endlich mal das Lagerhaus. Die Pistole zum Ah! Beispiel brauchst du gar nicht mehr. Die Ja. Pistole brauchst du jetzt im Jahr nicht mehr, genau. Man sieht es ja gerade. Ja, das stimmt Kannst sie aber auch schon. nicht verkaufen. Oder auch Waffen, die du später noch auf, aufrüsten, nein, ausrüsten möchtest. Lager all das Zeug doch mal ein. Dann hast du auch wieder mehr Platz zum Looten. Mit freundlichen Grüßen, Patrick 773, Herzchen, Küsschen. Oh, wie Dich da zwar romantisch. nicht gehen, aber passt schon. So, ich möchte jetzt gerne mal gucken. Techniken. Ich bin jetzt schon wieder an derselben Stelle, Leute, wie beim letzten Mal mit dem Dungeon. Schlitzen hat 501, das heißt, ich will zertrümmern mal ein bisschen haben. Habe ich denn noch zertrümmern gerade da? Gilmon. Was ist denn mit Gilmon? Ah, als ich hier Wemon zu Ex-Wemon digitieren lassen habe in den Cyberschleuser, ne? Da habe ich Ex-Wemon nicht rauserkennen können, welches davon Ex-Wemon ist und bin dann zu wie Dingsbums zu so einem anderen Dinosaurier geworden. Ach, bei Digimon Story, Genau. wo du nur die, oh, wie heißt das? Die Schatten, das hat einen bestimmten Richtig, Begriff. Wo richtig. du nur die Schatten siehst, da rate ich manchmal auch, ist es jetzt das, was du willst, oder ist es jetzt nicht das, was du willst? Ich habe gedacht, nein. Hab dann, oh Gott, drei Knarren. Hallo, hallo. Lauf. Zurückdigitiert? Ja, ich bin dann nochmal zurückdigitiert, musste dann nochmal. Oh Gott, ich sterbe. Ich sterbe gleich. Hast Was du ist heute denn das hier? schon mal Oh Gott, gesagt? da sind vier Stück, da sind vier Stück, da sind vier Geh Stück. doch Ist einfach das Tor weiter. offen? Ja, das Tor ist gerade aufgegangen. Oh mein Gott. Da warst du aber schon. Ich weiß, und dann ging es dann in den Dungeon mit hier Dings. Oh mein Gott, jetzt hört doch mal auf. Alter! Pack die Pistolen wieder raus. Und die Strahlenmagnum ist es ja eher gesagt. Warum hast du denn so viel LE? Das verbraucht, wenn du dich sowieso mit Mini-Heilung heilen kannst. Das hat doch wieder Myotismon bei mir angerichtet, den ganzen Schaden. Ich hatte auch keine MP mehr irgendwann, glaube ich. So, kaputt. Ah, jetzt müssen wir wieder die Dinger zerstören. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt machen muss. Das ist total. Ey, wenn das jetzt wirklich. Mein Gott, jetzt habe ich die. Oh, diese Tastatur! Ey, da drückst du Dreieck, weil du so. Ah! Apropos Tastatur, Gameplay vom neuen Digimon-Spiel mit der Steuerung. Knüppel ist ja Rennen und Steuerkreuz ist langsam laufen oder Zeitlupe laufen, nenne ich das ja auch gerne. Bewegt sich echt in Zeitlupe dann. Das Hey. Ding ist schon kaputt, oder? Nee, ist Nee, jetzt jetzt ist offen. kaputt. Das Ja, war nicht weiter. auf jetzt. Und Steuerung oder das ganze Menü und so mit Anklicken und sowas ist ganz okay. Jetzt kommt Aber die nicht Preise, so. es kommt gleich eine Preisfrage. Rede weiter. Ja, komm erstmal mit der Preisfrage. Hast du schon die Taste L3 gefunden? Das ist doch die Schaltfläche da oben, oder? nein, das ist diesen Analogstick reindrücken. Das ist L3. Okay. Und Wofür ich glaube, braucht man den? den brauchst du in dem Spiel nicht, aber es gibt wirklich Spiele, wo du schon L oder steht L3 und R3 und dann bist du dann verzweifelt. Deswegen war es Ach eine so. Preisfrage, ob du Aber es das gibt schon ja, weißt. das gab es ja auch schon bei der PlayStation 3, oder nicht? Das Und weiß ich jetzt nicht. da musstest du auch die Knüppel immer reingeben. Ja? Das war, glaube ich, Wa auch L und wa R3. Was ich mich eher frage, ist, wenn die Nachrichten so aufploppen, ne? Da kommt ja immer so ein Brief. Gibt es Ich dafür eine glaube. Schnelltaste, um das zu lesen? Nein. Ach, Ich glaube scheiße. nicht. Da musst du Immer über ins dein. Menü gehen. Da musst du Bringt über das dein. überhaupt was? Weiß ich nicht. Ich kann mir was leichter. Ich bin auch noch nicht so weit mit dem Spiel wie du. Ich glaube, du weißt Schreibt es mal. in die Kommentare, Ich Leute. glaube, du weißt mehr von dem Spiel schon als ich. Weil du suchtest das ja gerade. Ja, ich habe jetzt auf jeden Fall ein Metall Greymon, habe mir noch Gabumon mit ins Team genommen.
Wäre Garurumon, viel Spaß. Richtig? Viel Spaß. Warum? Ich sag nur viel Spaß, weil da bin ich auch gerade dran. Aber Verigarumon hattest du ja schon, oder nicht? Nein, hatte ich nicht. Ach, dann habe ich das falsch gesehen auf dem Foto. Da hatte ich einen Rapidmon. Das hast du gesehen und einen Metallgreymon. Metallgreymon. Rapidmon? Ja, ich habe mit Terriermon angefangen. Ach so, ja, ich muss gerade nachdenken, wer ist denn noch Rapidmon? Hab jetzt an, wie heißt das nochmal hier Tamers von. gedacht? Nein, 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 ich habe jetzt an die Armor-Digitation von Wemon gedacht mit, Ach, apropos Armor-Digitation, Raidramon. da gibt's ja auch zwei, ne? Flendramon und Magnamon, aber ich weiß nicht, wie man Magnamon so Ja. bekommen soll, ey. Hab ich mir gedacht, wie ich das gesehen habe. Alter! Das goldene Ei. Und ich werde jetzt meinen Ex-Wemon auch zu einem Flame-Dramon entwickeln lassen. Digitieren lassen, natürlich. Habe ich mir überlegt. Dann, weil die Werte von Ex-Wemon reichen nicht aus mit der Freundschaft zu Stingmon oder sowas. Oder irgendwas fehlte da, was Ewigkeiten dauern würde. Und dann habe ich Kannst du gesagt, nicht komm. direkt Ex-Wimons zu Playdemon entwickeln? Nee, du musst Freundschaft zu dem anderen Partner, den man auch noch hochhaben, also das Kam-Ding. Das heißt, du musst 100 Kämpfe mit denen zusammen erledigen. Warst du da nicht drin? Ja, das ist jetzt das Viruslabor, wo dann hier Venomiotismon drin ist, aber das haben wir ja nicht komplett besichtigt gehabt. Und ich frage mich die ganze Zeit, müssen wir das jetzt nochmal machen? Dann Das geh ist noch mal halt. rein. Oh, das ist so eine Zeitverschwendung. Wie immer eigentlich in den ersten halben Stunden, aber das kennen wir ja schon. Wir sind jetzt wirklich bei einer halben Stunde. Fuck. Richtig, und wir sind wieder im Viruslabor. Kannst du den letzten Part rausschneiden und fügst den Kampf von Malumiotismon Und wir dann müssen am ja nicht Ende nochmal gegen Venomiotismon kämpfen. Man muss ja nur einmal gegen den Boss antreten. ein. Ja, eben. Aber wir wissen nicht, Ja. was wir danach machen müssen. Das war das Problem, ne? Ja, stimmt. Was irgendwas Das ist aber vergessen. unlogisch, weil wenn man den Boss besiegt hat, ist der Dungeon fertig und da wird nichts anderes drinnen sein, was irgendwie mit dem Virus zu tun hat. Da bin ich mir todsicher. Da bin ich mir todsicher. Habt ihr es gehört? Er ist sich todsicher. Weißt Ich bin was ich wieder denn? raus. Ich erkunde erstmal die Umgebung und vergewissere mich. Und wenn ich jetzt falsch liegen sollte, dann haben wir wenigstens den Weg schon mal frei hier zum Dungeon. Dann können wir das immer noch machen. Ne? Natürlich. Richtig. Ja. Ja. Und Ex-Wemon wird naja bei mir Magnamon werden. Dann mache ich mir noch ein Imperialdramon in Paladin-Form und dann Omnimon und oder Omegamon, wie es ja auch in dem Spiel wahrscheinlich heißen wird. Und alles. Ich mache mir alles. Alles. Aber auf Galarmon habe ich keinen Bock. Haben wir letztes Mal mit dem Leomon gesprochen? Wie mit Leomon gesprochen. Warst du bei Seraphimon schon? Ja, bei Seraphimon war ich. Nee, ich war. Auf Hanimon war ich. Warst du bei Seraphimon? Nee. Weil ich habe hier gerade einen Workthrough an wieder. Ja. Und der ist dann auf einmal im neuen Bereich. Und das ist nach Malumiotismon. Weil der Ist er vorige direkt im neuen Part, Bereich gekommen? der hat Malumiotismon gemacht, dann hat er mit einem Leomon gesprochen hier in dem Spiel. In diesem Hauptdungeon. Dann ist er zu Seraphimon hochgegangen. Und der redet davon was von einem Yamato-Server. Scheiße, mit Leomon habe ich jetzt nicht gesprochen. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich wieder diesen Bereich hier verlassen. Und Weißt du was? Wir machen das jetzt einfach mal. ich gucke mal kurz im letzten Part, ob der da wirklich Malumiotismon besiegt hat. Ja, da ist er zu Seraphimon zum Schluss gegangen in dem Part. Und davor hat er Malumiotismon besiegt, ja. Richtig. Okay. Da hat er zwar einen Cut gemacht am Anfang, aber dann ist er zu Seraphimon gegangen. Der labert irgendwie von Report to Commander of Ophanimon, hat er dann gesagt. Dann ist er nach Ophanimon noch gegangen in dem Part. Thankful very much, do you not have the X-Views is no longer in Crashing. Was ist Aha. das auch nicht von der Shotwall? Ja, komm mal weiter, labert nicht so viel. Tag ist lang. Okay, dann war aber eben der Warte Part mal, vorbei. Jylland, ob das diese Wüste ist? Es gab dort vier riesige Nee, nicht Türme. das Dann. Leomon, ein anderes Leomon. Wie ein anderes Ein Leomon. anderes Leomon. Aber du hast doch jetzt mit Ophanimon als erstes gesprochen, oder? Ja. Geh da mal zu Seraphim. Oder nee, geh erstmal zu Seraphimon. Die sind an der gleichen Ort, am gleichen Ort. Okay. Welches Leomon denn? Es gibt kein anderes Leomon. Doch, doch, er hat hier ein anderes Leomon. Das geht irgendwo in der Gegend rum. Dort. In irgendeiner tiefen Ecke. Erzähl kein Quatsch. Aber jetzt geh erstmal zu Seraphimon. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich das Leomon, was du ja retten solltest.
Aber dann habe ich es ja eigentlich gerettet, oder nicht? Ja, das hast du, glaube ich, schon davor irgendwann mal gerettet. Ja. Aber du Boah, musst ist das jetzt. alles kompliziert, Also, Leute. erst du Seraphimon, der labert dann irgendwie was von Report to Orphanimon. Ja. Ich weiß nicht, ob das der gleiche Box ist, den ich letztes Mal hatte. Stimmt schon, solange wir hier herumsitzen und nichts unternehmen, können wir nicht gewinnen. Wir müssen uns zunächst um unsere Verteidigung kümmern. Dazu müssen wir fahren. Wir brauchen so viele Informationen wie möglich. Ha ha ha. Das heißt, ich darf das Leomon suchen. Warum Fahrimon hat mir auch nichts anderes gesagt. Guckst du. Danke dir vielmals. Dank deiner Hilfe breitet sich der X-Virus Hat er das mehr vorhin auch schon aus. gesagt? Ja, hat er vorhin auch schon gesagt. Okay. Wenn das geschieht, haben wir keine Chance mehr und die Digi-Welt wird kollabieren. Wir müssen einen Weg finden, das zu verhindern. Aber Seraphimon und ich müssen hier bleiben und den Server beschützen. Was sollen wir jetzt tun? Okay, dann musst du das Leomon hier finden. Alter. Und das Leomon, das ist. Kann ich dir schlecht sagen, wo das ist, weil das ist hier so ein bisschen geschnitten. Er hat sich dann geheilt und dann ist er von dort aus nach links gegangen. Zu Von wo aus? Zentral. Vom Hauptpunkt, wo du einfach wo du die Heilstation hast. Aber danach kommt sofort ein Cut, da geht er zu Seraphimon. Geil, oder? Du meinst jetzt da im Terminalbereich, da bei der Richtig, Heilstation. richtig. Da muss da. Irgendwo ist da ein Leomon, der steht irgendwo dort. Ja, das habe ich ja gerade angesprochen. Das steht und läuft nicht. Das läuft ja auch nicht, das steht da ja. Pass Ja! auf. Aber es Warte, ist wo ist nicht es? das. Aber es ist nicht das. Wo ist es hin? Siehst du? Das ist es nicht. Das Leomon ist weg. Hier stand Ja. ein Leomon. Ja, dann suchen wir das Leomon dort. Ach, jetzt muss ich suchen. Ja, such mal das Leomon. Oh mein Es geht Gott! irgendwo in Leomon, aber nicht im Shop-Bereich. Weißt du, was ich gut finde an dem neuen Digimon-Spiel? Es hat Mini-Ladezeiten. Ja, das machen viele, das ist auch mittlerweile ein Kriterium. Hat ein Spiel viele lange Ladezeiten oder nicht? Ja. Ah, er hat hier auch noch, wir müssen mehr Informationen. Also, das Seraphimon labert genau den gleichen Scheiß wie bei dir gerade. Dann ist er Okay. zur Fahnenmon gegangen. Dann hat der gelabert, thank you, Six, wo ist es so lange? Genau, Das hat er das, bei mir ja, auch gesagt. genau, das ist er auch gelabert. Dann kommt ein Cut. Und dann kommt erstmal so ein scheiß Intro, das ich keine ansehen möchte. Dann geht er geht er zur Zentral-Area rüber. Also, links, links! Ja, links, links. Da lang, genau, da Mit lang. zusammengebissenen Zähnen redet der Kerl. So. Voll aggressiv. Hallo? Jetzt muss ich schon wieder weisen, hier wie letzte Mal. Ja, aber dieses Spiel, das gibt ja auch sonst keine Information. Guck dir das mal an, wie wir jetzt schon wieder hier rumtrotten müssen. 40 Minuten übrigens. Das wird ein langer Part, ne? So eine Scheiße. So kann man es aussehen. Ich habe So, mehr dann Lust auf gehst du das nach. andere Dann gehst du Digimon-Spiel. nach. Kommt der eh wahrscheinlich irgendwann ein Let's Play von dir. Jetzt habe ich ein Standbild, das ist auch geil. Ja, sieht gut aus. Ich habe ein Standbild. Ja, ich sehe das gerade. Du siehst das gerade, jetzt, es freut mich. Ja, liebe Zuschauer, das sind die Technikpannen heute bei Oh, Dengoku Scheiße, Senpai. warte. Episode 1. Bevor ich jetzt Quatsch mache. Okay, meine Audiospur läuft noch. Weil letztes Mal, als ich dann das Unboxing gemacht hatte, hatte ich ja im Video gesagt, oh, irgendwie läuft die Audiospur nicht weiter und bla bla bla. Oder das hat sich aufgehangen. Die Cam hat sich aufgehangen. Und ja. Dem Richtig, die Cam hat Problem. sich bei dir aufgegangen. Hast du zu Glück gesehen, ey. Sonst wäre es echt ein Scheiß-Unboxing geworden. Oh ja, oh ja. Ich habe gedacht, so als ich die Cam aufgehangen hat, nein, nicht jetzt. Nicht, wo es schon ausgepackt ist. Was soll das denn jetzt? Nein! So, bist du. Du siehst immer noch nichts, ne? Ich sehe immer noch einen Wemund, was zwei Pistolen in der Hand hat, was ein bisschen schwarz ist, aber ich sehe schon mal, dass du in den Raum drin stehst. Ah ja, jetzt sehe ich ein schönes Logo und jetzt. Ah, Ja. jetzt! Jetzt gehen wir nach links. Links, die nächste. Wieder links. Ja. Und dann rechts. Da steht ein Leomon.
Das ist aber links von mir. Wahrscheinlich bin ich der Einzige, der nach der Transformation in einen Mecha-Schurken zurückverwandelt werden konnte. Hä? In einen Mecha-Schurken zurückverwandelt werden? Ich würde gerne ein paar hilfreiche Informationen beisteuern, aber ich habe solche Kopfschmerzen. Und was ist mit meinem Gedächtnis los? Aber an etwas erinnere ich mich doch. Da war dieses große rote Gebäude im Giftdschungel. Es ist Terrorschrei. Ja, so war das. Und dahinter war dieser Typ. Nein, bitte aufhören, bitte nicht! Und Okay. danach ist er zu der Raffe immer mehr gelaufen. Oh mein Gott. Wobei das ist aber hier, Digimon.